Hallo, ich mache heute einen kleinen Monatsrückblick, weil der Februar irgendwie ziemlich produktiv war und ziemlich gut gelaufen ist. Ich viel geschafft habe von dem, was ich wollte. Und ich dachte mir, ich mache einfach mal so einen kleinen Rückblick, um euch zu zeigen, was alles so passiert ist. In irgendeinem Video habe ich schon mal erwähnt, dass ich mir einen neuen Kalender gekauft habe für 2016. Und der ist wirklich sehr genial. Ich zeige euch den gleich mal. Ja, einmal einen ganz schnellen Blick auf meinen Superkalender. So sieht der von vorne aus. Ich weiß nicht genau, was der für einen Namen hat. Das steht aber innen drin, falls da irgendjemand Interesse hat, falls, dass euch das vielleicht weiterhilft. Dann finde ich sehr, sehr cool, dass hier vorne so ein kleiner Reißverschluss ist und man hier also Dinge reinstecken kann. Ich habe dann also hier von mir ein bisschen was, meine Omi, und auf der Rückseite ein bisschen Bilder. Ja, ich mache nur mal ganz kurz einen Überblick. Vielleicht gibt es davon noch mal ein Plan with Me Video. Die finde ich ja auch im Moment sehr spannend und bin da sehr neugierig und gucke viel. Und zwar hat der das Kalendarium ab September, was ich ziemlich cool finde, weil ich dann halt eben, Moment, ich muss das hier mal, weil ich halt eben diesen ganzen Platz, diese ganzen Seiten nutzen kann, um noch andere Dinge, Listen und sowas anzulegen, weil ich die nicht brauche. Ich habe den erst im Januar angefangen, den Kalender. Das finde ich schon mal very, very cool. Die Übersicht zeige ich euch auch noch mal kurz. Und zwar ist immer am Anfang eines Monats so eine Doppelseite mit den ganzen Tagen im Überblick. Und die nachfolgenden Seiten sehen dann so aus, dass halt immer die, die für den Vormonat noch sind, sind grau hinterlegt, der Rest ist dann hell. Und dann hat man halt immer die ganze Woche, noch einen weiter, dann kann man das besser sehen, die ganze Woche im Überblick. Hier mit Zeitstrahl. Ist für mich sehr wichtig, dass ich meine Termine eintragen kann. Hier oben kann man halt noch für jeden Tag was eintragen. Hier unten kann man für jeden Tag was eintragen. Dann sind hier drei einzelne Felder, wo ich halt verschiedene Themen eintrage für jede Woche und dann nochmal der aktuelle Monat und der Vorausblick. Und ich finde diese Übersicht richtig genial. Es hat auch ganz kleine Nachteile, aber wie gesagt, sollte es dann nochmal ein Video zu dem Kalender geben, dann werde ich da nochmal genauer drauf eingehen. Auf jeden Fall kann ich den erstmal bedenkenlos empfehlen. Und während ich mich jetzt also mit dieser Kalenderplanung und so weiter beschäftigt habe, habe ich natürlich auch viel im Internet recherchiert und bin auf einige YouTube-Kanäle gestoßen und auf einige Themen gestoßen, die ich irgendwie ziemlich krass finde. Unter anderem das Thema Bullet Journal. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch schon mal was von gehört hat. Das ist halt ein selbstgemachter Kalender sozusagen. Sehr inspirierend. Also mir fliegen da Worte um die Ohren wie Lettering und Sketchnotes und Tasks und ach, frag mich nicht. Also sehr interessantes Thema. Ich bin gerade dabei, mich da so ein bisschen reinzugraben. Das ist ja immer so, wenn ich irgendwas entdeckt habe, was mich vorher nicht interessiert hat, nicht inspiriert hat. Und ich stoße da irgendwie drauf, dann sauge ich das erstmal alles auf, was es zu dem Thema irgendwie zu sehen gibt. Und will das am liebsten alles sofort auch machen und selber ausprobieren und so. Das sprengt aber dann den Rahmen. Also mit meinem Kalender, so wie ich ihn jetzt habe, bin ich erstmal zufrieden. Mal gucken, wo das Thema mich hintreibt. Ich habe ja auch schon mit Zentangle und Doodling und so, das war ja auch mal so eine Phase, wo ich das total spannend fand. Das geht ja jetzt so ein bisschen in die Richtung, so eine, irgendwann werde ich eine Mischung aus allem machen und damit total berühmt werden. Zu Ostern mache ich ja für meine Kunden immer so eine kleine Aufmerksamkeit. Ich habe das Weihnachten mal irgendwann abgeschafft, weil es einfach zu viel ist und das für mich auch zu viel ist. Und ich habe das einfach auf Ostern verschoben und hatte dann schon immer gedacht, ich möchte gerne mal so bedruckte Kugelschreiber haben. Finde ich total cool. So mit meinem Namen drauf. Und Visitenkarten brauchte ich sowieso neu. Ich habe eh mein Design ein bisschen geändert und habe dann hier diese Visitenkarten und Kugelschreiber machen lassen und bin so happy. Ja, so kamen die bei mir an. Das waren 100 Stück, habe ich bei Amazon bestellt. Sehr, sehr, sehr cool. Die schreiben auch ganz schön. Also ganz dünne Mine in Blau und ich bin so begeistert. Sieht das nicht gut aus? Also die waren auch echt nicht so teuer. Ich glaube, für 100 Stück habe ich 49 € oder so bezahlt. Und die waren dann so lieb und haben mir die Schrift noch vektorisiert, weil ich gesagt habe, ich habe leider die technischen Möglichkeiten nicht, das zu machen. Und die waren total süß und haben das dann für mich gemacht.
Da habe ich mich gefreut. Und natürlich meine Visitenkarten, mein aktuelles Design. Mal gucken, wie lange mir das gefällt. Werden wir sehen auf der Rückseite. Dann zeige ich mal kurz. Adresse vielleicht ein bisschen abdecken. Muss ja nicht sein. So, das ist dann der Text, der da drauf steht. Nageldesign, Glasperlen, YouTube, Nähen und Quilten, Ideenschmiede. Kann man ja nicht abstreiten. Ne? Kindererziehung kann man auch nicht abstreiten. Habe ich jahrelang gemacht, gehört zu mir. Und Lebensberatung fand ich einfach sehr witzig. Weil es natürlich im Studio immer wieder vorkommt, dass man sich über irgendwelche Themen unterhält. Und die Kunden dann auch echt sagen, ey, ja super, und das ist ja mal ein guter Tipp. Und da denke ich mal drüber nach, wo ich dann mal sage, Lebensberatung 3,50 extra. Also das ist natürlich nur ein Scherz. Und ich fand es aber irgendwie witzig, weil das bin ich. Das gehört halt irgendwie zu mir. Ja, und die sind so schön und haben so eine schöne Farbe. Ach, ich bin ganz verliebt. Das nächste große Thema, was mich den ganzen Februar schon begleitet, ist meine Tasche. Ich hatte mir schon vor langer Zeit in den Kopf gesetzt, ich wollte für mich selber eine Tasche konstruieren, die also genau diese, ich mag das halt gern mit vielen Fächern und viel Tüdelüt irgendwie dran, aber am allerwichtigsten war mir erstmal eine Tasche zu konstruieren, die genau zu meinen Dingen passt, die ich da reinstecken will. Ich zeige euch die Tasche mal so grob. Ja, das ist sie, meine neue Tasche. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das Design mich jetzt so megamäßig überzeugt. Den Stoff habe ich einfach nur gekauft, weil ich ihn schön fand bei T-Docs und weil er günstig war und weil er stabil war. Sollte ja so ein Probeexemplar werden. Dafür finde ich den top. Gefällt mir gut. Der Reißverschluss ist ein alter Jackenreißverschluss hier mit Schneeflock drauf. Das war mir egal. Es ist halt eben das Probeexemplar und dafür ist es vom Stoff her und vom Design her gut genug. Wollt ihr mal einen kleinen Blick reinwerfen? Tada! Ist jetzt nicht alles eingeräumt, aber so sieht das aus. Ja, mehr verrate ich jetzt noch nicht. Wie gesagt, da gibt es dann nochmal auf jeden Fall ein extra Video dazu. Aber so sieht sie aus. Also, ne, wenn jemand sagt, er möchte gerne Probe nähen, dann meldet euch. Es wird dazu auf jeden Fall noch ein ausführlicheres Video geben. Ich bin gerade dabei, das Schnittmuster nochmal neu zu zeichnen. Ich habe nicht so die richtige App gefunden, die sich einigermaßen gut bedienen lässt, um sozusagen technische Zeichnungen zu machen. Das ist für mich ja auch schon ziemlich lange her und ich habe damals AutoCAD auch gemacht, aber das scheint sich auch in den letzten Jahren so viel verändert zu haben, dass ich diese aktuellen Apps nicht so auf Anhieb sofort verstehe, wie ich mir das wünsche. Vielleicht hat da jemand einen super Tipp mit einer App, mit der man einfach und gut zeichnen kann. Also eine App fürs iPad hätte ich dann irgendwie ganz gerne. Sie darf auch ruhig was kosten, ist kein Problem, solange es jetzt nicht 10, 20 Euro übersteigt. Aber das ist das, was ich, naja, jedenfalls zeichne ich die jetzt erstmal per Hand und möchte das als Schnittmuster rausbringen. Wie ich das genau mache, weiß ich noch nicht. Soll auf jeden Fall bald soweit sein. Ich arbeite da ziemlich intensiv dran. Und vielleicht hat ja jemand von euch Lust, dann einfach mal Probe zu nähen. Wenn der Schnittmuster und die Beschreibung, die noch sehr aufwendig werden wird, fertig ist, meldet euch bei mir, wenn ihr Probe nähen möchtet. Das wäre eine coole Aktion. Ja, und dann habe ich im Februar noch ein Herzensprojekt gestartet. Kinder fordern uns heraus. Das ist eine Videoserie, die sich um Kindererziehung und alles, was dazugehört, dreht. Ich habe das in meinem ersten Video zu dieser Serie, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich damit ziemlich lange rumgelaufen bin, ob ich das machen soll. Und das hat mich auch ein bisschen Überwindung gekostet, das dann auch tatsächlich zu starten und das Video hochzuladen. Und nur mit dem Hochladen ist es ja nicht getan, also das sehen dann meine Abonnenten. Und so ein bisschen Werbung dafür machen wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich habe das halt eben dann bei Facebook geteilt. Ist aber so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass es schlecht angenommen wird. Das ist mir erstmal letztendlich egal, aber es kostet schon so ein bisschen Überwindung, seine Meinung zu so einem brisanten Thema irgendwie zu veröffentlichen, weil man ja doch damit rechnen muss, dass man viel Gegenwind kriegt und viele Leute womöglich sagen, das ist totaler Müll, was du da erzählst und das geht so und so und das ist totaler Scheiß und da habe ich schon ein bisschen Angst, aber letztendlich habe ich jetzt zwei Videos davon online
Und wenn ich mir das auch dann nochmal angucke, was ich bei dem Video tatsächlich häufiger mache, bei den anderen nicht unbedingt, dass ich mir immer denke, ja, das ist wirklich deine Meinung und du hast keinen Scheiß erzählt und du kannst dazu stehen, was du da hochgeladen hast und das bleibt so. Und es ist dann auch egal, ob andere das jetzt doof finden oder nicht. Ja, also wie gesagt, das ist so ein kleines Herzensprojekt von mir. Ich kann das auch nicht großartig bewerben. Also ich kann das ja nicht in Fingernagelgruppen hochladen oder wo auch immer. Das passt ja irgendwie nicht. Also wenn euch das Video gefällt vielleicht oder das eine oder andere, was dazu noch kommt und ihr habt Lust, das zu teilen, dann natürlich gerne. Ja, das war also mein Monatsrückblick Februar. Vielleicht mache ich das im März auch wieder, wenn viel passiert und wenn es viel zu sagen gibt. Und ansonsten wünsche ich euch erstmal eine schöne Zeit, einen schönen März und ich wünsche euch was. Bis dann. Tschüss. Eine kleine Vorschau in den März. So sieht meine Nähecke im Moment aus. Ziemlich chaotisch, ziemlich bunt. Ich habe ein bisschen gemalt und das ist noch nicht fertig. Und im März gibt es dazu sicherlich mehr Informationen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Ich bin der Meinung, der Boss ist dazu da, zu beschützen und Sicherheit zu geben, die Richtung anzugeben, die Struktur anzugeben und den Ton anzugeben. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist für Kinder, dass sie sich an diesen Boss auch halten können und sich an dem festhalten können und dem sicher hinterhergehen können. So, das soll es jetzt gewesen sein. Und nein, ich zeige euch keine aufgebrauchte Wimperntusche und ich zeige euch nicht, was für tolle Aufkleber ich gekauft habe. Ah, jetzt geht hier meine Batterie irgendwie. So. Thema Monatsrückblick. Zu diesem Thema ist auch voll blöd, ne?